Ende Ihres Deins. Ich bin Frührentner, Kfz-Mechaniker. Sind Sie auch von der Autobranche? Im Handel. Ah, hey, hört mal zu. Das ist unser Norbi. Ich sag mal du, ne, so mit der Kollegen. Natürlich. Waren Sie zum ersten Mal nach Dänemark? Nein, nein, wir sind nur auf der Durchreise. Vorsicht, Vorsicht. Wir wollen weiter zu den Westerollen. Wohin? Nach Norwegen, zu den Inseln. Also das ist Nordnorwegen. Ach Gott, das wäre uns viel zu weit und viel zu einsam. Nein, 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 Schatz. Ich bin von dem Fall gekommen. Hab ich überhaupt schon. Ist doch toll. Ist doch zwanglos. Ich werde die erste rauskommen, wenn der Bus kommt. Warum haben wir das Wohnmobil eigentlich nicht in Deutschland gemietet? Weil ich es bei meinem Bekannten in Dänemark wesentlich günstiger bekomme. Ja, das ist doch meine Pointe. Ach, ein Oberschenkel hat er dich unterschätzt. Das ist doch meine Pointe. Wo ist sie denn? Hast du Hunger? Nee. Nicht so. Ich hab ja gesagt, nimm ein Blasenpflaster. Wie wär's mit dem Taxi? Du wolltest doch die neuen Schuhe unbedingt einlaufen. Als könnten wir uns kein Taxi leisten. Wenn du das ganze Geld den Fischen in den Rachen wirfst. Ich engagiere mich wenigstens für etwas. Im Übrigen sind wir alle Säugetiere. So, da ist noch eine Kamera. Da hast du einen Monitor vorne. Kannst du alles sehen. Genau dieses Modell wollte ich haben. Ja, das ist die Königsklasse. Doppelachser. Komplettes Cockpit und Wohnraum aus einem Guss. Hier, da fühlen Sie sich wie zu Hause. Norbert, das ist doch viel zu groß für uns. Was doch ein paar Quadratmeter mehr gleich ausmachen. Anne, eine Küche, da kniest du dich nieder. Schau dir das an! Norbert, ich bitte dich, was sollen wir denn mit so einem Koloss? Da sind doch keine Highways da oben. Wir fahren sowieso Autobahn. Wie bitte? Da, wo wir hinwollen, gibt's keine Autobahn. Jetzt hör mal zu. Wenn ich diese Reise mache, idiotische 3000 Kilometer nur um Pottwale zu sehen. Dann auf ausgebauten Straßen. In diesem Fahrzeug mit Airbag und Klimaanlage. Ja, kommt einfach rein, wenn ihr euch dann einig seid. Schon gut. Weißt du, wie schwer es war, so ein Spitzenwohnmobil zu einem einigermaßen fairen Preis aufzutreiben? 4 Wochen hat mich das gekostet. Und mich hast du nicht einmal gefragt, wie ich mir das Ganze vorstelle. Du wolltest doch unbedingt mit dem Wohnmobil in den Norden. Ja, in die Natur. Aber doch nicht mit dem ganzen Haus. Schau dich doch mal um. Ich leg mich doch nicht unter freiem Himmel schlafen. Um nachts von irgendwelchen Rentierherden überrannt zu werden. Oder während ich schlafe, an deinem Lagerfeuerqualm zu ersticken. Es ist immer dasselbe. Du machst mir alles so lange madig, bis ich aufgebe. Ach ja? Und was ist mit mir? Hast du mich vielleicht einmal in der letzten Zeit nach meinen Bedürfnissen gefragt? Es geht doch seit 30 Jahren um nichts anderes als um deine Bedürfnisse. Weißt du, wie man sich fühlt, wenn sich die eigene Frau nur noch für Elfen und Trolle begeistert?
Wenn ihr meine Planung nicht passt, dann lassen wir die Reise eben bleiben. Fahren wir nach Hause. Gut. Fertig, aus. Und ich chauffiere dich nicht ans Nordkap. Gib dein Schiff von Sønderborg nach Deutschland. Leg vom Hafen in einer Stunde ab. Besser, du bist pünktlich. Haben Sie auch ein kleineres Fahrzeug? Für Sie alleine. Besoffen? Das hier ist ein Fußgängerweg. Ja, dann schieben Sie Ihr Rad doch gefälligst. Haben Sie sich wehgetan? Bitte. Sie haben wohl nicht alle Tassen im Schrank. Besser, Sie geben Ihren Führerschein ab. Da hätte ich Sie überfahren sollen. Sind Sie sowas überhaupt schon mal gefahren? Tut mir wirklich leid. Kleine Schramme. Hallo? Ich verstehe dich gerade nicht schlecht. Ich wollte nur mal wissen, wie es dir geht. Geht prima. Wie läuft's denn in Berlin? Hast du dich an den Schichtdienst gewöhnt? Das ist eine ziemliche Umstellung. Weißt du, ich weiß da übrigens ein gutes Mittel gegen Schlafstörungen. Mama, ich kann jetzt gerade nicht reden. Genießt einfach euren Urlaub, okay? Thank you.
denke, du bist in Berlin. Ich dachte, ihr seid auf dem Westerrhein. Wo ist Mama? Manchen Tagen hat man einfach nichts zu lachen. Heute ist nicht nur meine Tochter ausgezogen. Dem da oben hat es auch noch gefallen, mir einen kleinen Patienten unter der Hand wegsterben zu lassen. Ich weiß, wie das ist. Ich war 40 Jahre lang Krankenschwester in einer Klinik in Hamburg. Ich bin auch aus Hamburg. Was? Ursprünglich. Katja Engel, ich bin hier Stationsärztin. Anne Bruckmann, freut mich. Sind Sie Patientin bei uns? Nein, ich weiß gar nicht, wieso ich hier überhaupt gelandet bin. Ich suche eigentlich ein Hotel in der Seersweg. Ach, wissen Sie was? Ich bringe Sie hin. Das ist sowieso meine Richtung. Ich habe nur noch eine kurze Besprechung. Also, wenn Sie warten wollen. So etwa 2 Taschentuchlängen. Das ist aber sehr nett, danke. Ja. Habt ihr euch gestritten? Weil ihr das Wohnmobil zu groß war. Das muss man dir mal vorstellen. Soll sie gucken, wie sie allein weiterkommt. Sie fährt nicht allein. Natürlich fährt sie nicht allein. Wieso machst du überhaupt schon Urlaub? Du hast doch gerade erst in der neuen Klinik angefangen. Bleibst du länger? Ein paar Wochen. Witzbold. Und wer vertritt dich im Kreissaal? Hast du gekündigt? Nein, jetzt komm doch mal runter, Papa. Kann man nur so ein Zeug sammeln. Das ganze Haus ist voll davon. Du hattest doch gar keinen Bock auf diese Reise. Deswegen hast du sie platzen lassen. Was macht Ihre Tochter? Sonja ist Hebamme in Berlin und keine schlechte. Sie fehlt mir sehr. Umgekehrt ist es vielleicht nicht ganz so. Naja, ein richtiges Papa-Kind. Willst du mich nicht heute Abend begleiten? Zu einem echt originellen Walfisch, Konrad Hansen. Konrad Hansen? Mhm. Doch nicht der Meeresbiologe. Du kennst ihn? Nicht persönlich. Ja, Wale sind nicht so ganz mein Fall, aber Party schon eher. Konrad wird in den Ruhestand verabschiedet. Er hat das Institut für Meeresbiologie 12 Jahre lang geleitet. Oh, für die Rede sind wir wohl zu spät. Ihr seid die halbe Stadt versammelt. Hey!
Guten Abend. Guten Abend. Hi. Die haben den schärfsten Club von ganz Dänemark. Ja. Du, entschuldige, ich gehe mal kurz zur Toilette. Mhm. Hallo. Hallo. Ich möchte mich gerne bei Ihnen entschuldigen. Heute Mittag auf der Straße, ich war nicht ganz bei mir. Naja, ist ja nichts passiert, Gott sei Dank. Ich würde gerne für den Schaden an Ihrem Wohnmobil aufkommen. Danke, die Sache hat sich erledigt, danke. Mögen Sie die Wahl? Ja. Was fasziniert Sie an Ihnen? Vielleicht die Tatsache, dass Sie nicht ununterbrochen reden. Oh, hören Sie. Das Liebeswerben eines alten Buckelwalbullen plappert pausenlos, der dumme Kerl. Herr Hansen, hier sind Sie. Draußen wartet jemand von der Zeitung. Okay. Ja, ich komme gleich. Katja? Das sind Aufnahmen aus den Gewässern von Nordnorwegen. Falls Sie sowas mögen. Ich kann übrigens auch schweigen bei einem Glas Wein in der Altstadt oder einem Spaziergang am Hafen. Ich schweige manchmal wochenlang. Vielen Dank. Gehen Sie mit mir ein Stück, Anna. Woher wissen Sie meinen Namen? Ja, ich habe Sie ja eben mit Katja gesehen. Sie sind sehr forsch. Sagen wir mal ungeschliffen. Aber auch unter den Ungeschliffenen gibt es verdienstvolle Männer. Und so einer sind Sie. Naja, ich bringe Sie immerhin zum Lächeln. Und das, obwohl Ihnen gar nicht danach zumute ist. Die Wale eben. Ja, Sie können mich gerne mit Fragen löchern. Ja. Stimmt das eigentlich, dass man vor den Westerwalen nur die Pottwalbullen beobachten kann? Und die Kühe und ihre Kälber bleiben in südlichen Gefilden. Ja, stimmt. War sie schon dort?
Nein, noch nicht. Pottwale sind faszinierende Wesen. Ich bin so oft vor den Inseln gewesen und jede Begegnung mit ihnen war besonders. Darum beneide ich Sie. Ich würde sogar sagen, so eine Begegnung verändert einen. Ich hatte gar nicht vor, hier in Sonderburg länger zu bleiben. Es war nur ein Zwischenstopp. Auf der Reise mit meinem Mann. Mit Ihrem Mann? Mhm. Ja, vielleicht ist es eine Chance. Was? Dass ich hier in dieser Stadt gelandet bin? Ich weiß nicht. Vielleicht. Anne, nee, laufen Sie nicht weg. Was wollen Sie denn von mir? Ich wollte nur... Ich meine, vielleicht ist das Ihr Problem. Was für ein Problem? Dass Sie flüchten, wie die meisten Leute, statt sich umzuschauen. Ach, und Sie glauben, Sie wissen Bescheid über mich und mein Leben. Ist das so Ihre Methode? Erhoffen Sie sich irgendetwas? Denken Sie, wenn ich auf sowas aus wäre, würde ich mir ausgerechnet Sie aussuchen? Guten Morgen. Gut geschlafen? Wie hast du mich nach Hause bekommen? Geschleppt, geschleift. Nein, Quatsch. Du konntest dich gerade noch so auf den Beinen halten. Oh, ich bin froh, dass du geblieben bist, Anna. Oh je, ich muss bald los. Tablette? Oh, sei froh, dass du den ganzen Stress nicht mehr mitmachen musst. Ach, ich hätte gern noch ein paar Jährchen gearbeitet, wenn mein Rücken nicht gestreikt hätte. Jede Wette. Du warst die gute Seele auf der Station. Ach. Doch, bestimmt warst du das. Lass mich raten.
Du hast jede Nachtschicht übernommen, die man dir angedreht hat. Und hast Überstunden gemacht, bis zum Umfallen. Und hast noch mit voller Hingabe Mann und Kind versorgt. Treffer? Naja, vielleicht. Manchmal auch nicht. Wie lange bist du eigentlich schon verheiratet? Ich habe Norbert kennengelernt, da war ich noch Schwester und Schülerin. 2 Jahre später waren wir verheiratet. Oh Gott, so lange seid ihr schon zusammen? Wie geht das denn? Hast du ein Rezept? Im Moment gerade nicht. Entschuldigung, das ist eine blöde Frage. Wir sollten im Hotel anrufen und dein Gepäck holen lassen. Hm? Was meinst du? Verdammt bist du. Ich mache mir Sorgen. Wegen gestern. Ich finde. Bist du noch in Dänemark? Soll ich dich holen kommen? Jetzt hör mir doch erst mal zu. Wir hätten jetzt schon in Norwegen sein können. Du behandelst mich wie ein Kind. Du verhältst dich auch so. Dass wir die Reise nicht machen, hast du ganz allein dir zu verdanken. Du wolltest nur mal so ein dickes Wohnmobil fahren. Es ging dir von Anfang an nicht um die Reise und schon gar nicht um uns. Ich mache wenigstens Kompromisse. Aber wehe, wenn du nicht auf deine Kosten kommst. Auf die komme ich mit dir schon länger nicht mehr. Was ist? Kommst du jetzt endlich mal nach Hause? Norbert, ich krieg neben dir einfach keine Luft mehr. Anne! Anne! Mach doch, was du willst. Besuch für dich. Ich gehe dann mal. Danke. Aber Anne, bleib hier, bitte. Wollten Sie abreisen? Das wäre bedauerlich. Ich habe gestern Dinge gesagt, die Sie vielleicht missverstanden haben könnten. Ich wollte nur... Ich habe Sie ja auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Sie verzaubern mich, Anna. Ich hatte gehofft, dass ich Sie zu einem Ausflug überreden könnte. Ich dachte, alle guten Dinge sind vielleicht 3. Gut, dann. Und wohin? Steckt ja voller Geschichten. Ich bin damit jahrelang nach Bergen und auf die Westerolen gefahren. Ich war zu Forschungszwecken viel auf See. Aber eigentlich habe ich mein halbes Leben in diesem Bulli verbracht. Und jetzt? Ich bin im Ruhestand.
Ich bin nie wirklich aus Hamburg rausgekommen. Als kleines Mädchen habe ich davon geträumt, in Norwegen zu leben. Verrückt, was? Ja, ich wollte Elfen und Trolle sehen. Und einmal das Auftauchen eines Wals. Und warum haben Sie sich diesen Wunsch nie erfüllt? Naja, das mit den Trollen war dann irgendwann vorbei. Es ist nicht jeder so beweglich wie Sie, Konrad. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Sie gefahren ist. Ich habe deinen Wagen vor der Türe gesehen und ich dachte, ich sag mal Hallo. Dorothee. Hallo. Darf ich dir vorstellen, das ist meine Tochter Sonja. Hallo. Sonja, das ist Dorothee. Ich bin eine alte Bekannte ihres Vaters. Ich dachte, wir wollten reden. Da will ich nicht stören. Ach was. Dann setz dich doch. Ja, ich kannte ihren Vater schon, da waren sie noch gar nicht auf der Welt. Nein, danke. Ich glaube, auf Wein habe ich das letzte Mal verzichtet, als ich schwanger war. Sonja bringt zwar Kinder zur Welt, aber keine eigenen. Ich habe da letztens was gelesen. Nach der Pensionierung blühen die meisten Frauen noch mal richtig auf. Bei den Männern ist das anders. Die kriegen oft heftige Selbstwertprobleme. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber es heißt, dass Männer immer außen nach dem Glück suchen, während es den meisten Frauen gelingt, so was wie ein inneres Glück zu finden. Was meinen Sie? Wirklich? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ohne meinen Mann zu verreisen. Aber Sie sind doch eine selbstbewusste Frau. Sie haben keine gute Menschenkenntnis. Danke. Warum machen Sie sich kleiner, als Sie sind? Ich kenne mich schon eine Weile. Ich würde Ihnen meinen Bulli sofort anvertrauen. Das ist ein perfekter Reisebus. Schlicht. Und dafür nicht so sperrig wie diese Hightech-Häuser auf Rädern. Nein. Ich habe dieses Angebot noch niemandem sonst gemacht. Dieser Bus ist wie eine zweite Haut für mich. Sind Sie immer allein unterwegs gewesen? Ja. Und Ihre Frau? Denken Sie, es gab eine? Hey, ich wollte immer frei sein für meine Arbeit. Nicht darüber nachdenken, ob jemand zu Hause auf mich wartet. Konrad, ist Ihnen schlecht? Bekommen Sie Luft? Besser? Es ist kein Herzinfarkt. Woher wissen Sie das so genau? Es tut mir leid, dass der Tag so zu Ende gegangen ist. Wir machen eine Transfusion. Sein HB ist sehr schlecht. Und wieso sind die Blutwerte so schlecht? Katja.
Warum hast du mir nicht gesagt, dass er Krebs hat? Na, wieso hätte ich das tun sollen? Du magst ihn, hm? Ach. Er hat gesagt, wenn du willst, kannst du dir das ansehen. Das hier nur, weil ich mir sonst tagelang ihre Vorwürfe anhören muss. Kommt Mama nach Hause? Natürlich kommt sie. Hey. Oh, Thomas hat angerufen. Er ist viel netter, als ich dachte. Warum hast du mir das nicht gesagt? Was man da früher alles erzählt. Das ist nicht fair von Thomas. Sonja. Sonja, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass du, also dass ihr ein Kind habt. Papa, das verstehst du nicht. Hallo, Anne. Schauen Sie mich nicht so an. Dieses Fleisch ist zäh wie eine alte Schuhsohle. Lust auf eine Probefahrt? Nein. Wenn ich einen Unfall baue, es tut mir ja ewig leid um diesen kostbaren Bulli. Sie müssen fahren. Sie wissen doch, ich stehe unter Drogen. Oh Gott. Scheint es wirklich besser zu gehen. Ja. Hier lebe ich. Manche Leute finden es ein bisschen einsam, aber... Oh. Ist das schön.
Wissen Sie, wie man bullitaugliche norwegische Lefse macht? Wo man den besten Stockfisch kauft? Wie man den Ölstand misst und Reifen wechselt? Autobatterie, Gasflasche austauscht? Nein. Vergessen Sie es, Konrad. Also gut. Überredet. Ich kaufe Ihren Bus. Nein. Der Bus ist unverkäuflich. Sie können ihn nur als Geschenk annehmen. Das ist... Tanzen Sie gerne, Anne. Danke, Konrad, für alles. Jede Stunde mit dir ist kostbar, Anne. Dann bis morgen? Ja, bis morgen. Thank you.
Sonja. War mal deins. Du bist manchmal so unsensibel. Ist nicht alles toll, nur weil du es toll findest? Sonja. Ich hab's ja verstanden. Hm? Was riecht denn hier so? Wie wird... Oh, Scheiße. Ach, aber Vorsicht, hier. Hier. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Dein erster Kuchen. Ja. Ich dachte, vielleicht weiß ich es zu schätzen, wenn ich hier die Schwarzwälder Torte selbst backe. So ein Mist. Du denkst wirklich, Mama kommt zu ihrem Geburtstag nach Hause? Haben wir nie ohne einander gefeiert. Erst die Schwarzwälder Torte, dann der Ausflug. Der Tag war ja immer heilig. Jetzt hör doch mal auf damit. Was macht sie denn bloß? So lange war sie noch nie alleine weg. Einmal zu einer Fortbildung. Selbst von dort hat sie mich jeden Tag angerufen. Hast du irgendwas zu ihr gesagt? Ich habe vielleicht versehentlich zu ihr gesagt, dass ich nicht mehr glücklich mit ihr bin. Versehentlich? Schön. Und das willst du mir wirklich schenken? Ich habe das nie getragen. Und dir passt das wie angegossen. Das ist nicht zu elegant. Guck mal hier. Schatschukisse. Oh, ich freue mich so. Katja, danke, danke. Na, ist doch kein Thema. Also, Prost. Prost. Geburtstagskind. Bootsfahrt eingeladen. Ich gehe schon. Überraschung. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Anne, meinen herzlichen Glückwunsch. Woher wisst ihr das? Freust du dich denn gar nicht? Kommen Sie doch rein. Danke. Ja, das ist Sonja, meine Tochter. Hallo. Norbert, das ist Katja. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ja. Ist ja so schick. Wo wolltest du denn hin? Einen Ausflug machen. Mit wem? Wir sind extra gekommen, um mit dir zu feiern. Die Torte ist natürlich nicht so gut wie die zu Hause. Passiert da irgendwas Spannendes? Ich habe auch dein Aquarium sauber gemacht. War voller Algen. Du meinst wohl eher voller Kuchenkrümel. Die Katja ist nett. Wie geht's, Thomas? Ich glaube, ich sollte euch lieber allein lassen. Ja. Nein.
Tut mir leid, ich kann nicht bleiben. Anne! Entschuldigt. Mama, jetzt bleib doch hier, Mama. Anne! Hast du mich vielleicht einmal in der letzten Zeit nach meinen Bedürfnissen gefragt? Ich fahre nicht zurück nach Hamburg. Gehen Sie mit mir ein Stück, Anna. So eine Begegnung verändert einen. Tut mir leid, dass ich dich heute Nachmittag versetzt habe. Mach dir keine Gedanken. Wo kamst du denn plötzlich her, mitten auf der Straße? Ich bin einfach ein bisschen spazieren gegangen. Mit zwei Champagnergläsern? Ich weiß, es ist falsch. In meiner Situation. Ich... Vielleicht fährst du jetzt lieber nach Hause, Anne. Ich glaube, es wäre besser. Für uns beide. Ich möchte in deiner Nähe sein. Du meinst, wenn es mit mir zu Ende geht? Lass mich für dich da sein. Wer sagt dir, dass ich das will? Du solltest deine Reise bald fortsetzen, Anna. Mit dir?
Und du glaubst, ich möchte das auch? Ja, ich würde gerne mit dir fahren. Also, bis morgen. Du warst bei ihm, oder? Ist dir klar, worauf du dich einlässt? Dein Mann wartet seit 2 Stunden auf dich. Es tut mir leid, Anne. Ich habe Dinge am Telefon. Habe ich nicht so gemeint. Ich habe einen Mann kennengelernt. Ich werde mit ihm nach Norwegen fahren. Das sagst du mir so einfach ins Gesicht? Nein, es ist überhaupt nicht einfach. Anne. Wer ist der Typ? Er heißt Konrad Hansen. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal passiert.
Hast du keine Angst vor dem, was dich mit Konrad erwartet? Ich habe so viel in meinem Leben nicht gemacht, weil ich Angst hatte. Plötzlich ist es vorbei. So viel Zeit vergeht sinnlos. Sonja, du bist erwachsen und Norbert ist es auch. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Was ist los mit dir? Du hast doch was. Jetzt red doch. Du bist doch nicht wegen meines Geburtstags gekommen. Mama. Ich verstehe, dass du Angst hast. Weißt du, es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe endlich die Arbeit, die ich immer wollte. Thomas will das Kind unbedingt. Ich dachte mal, ich wäre so stark, aber... Hier geht's doch nicht um Stärke. Und schon gar nicht um den richtigen oder falschen Zeitpunkt. Natürlich ändert sich dadurch alles. Und wenn das Kind dann da ist? Dann wirst du merken, dass plötzlich viel mehr geht, als du denkst. Du wirst bestimmt nicht so eine Glucke wie ich. Ich werde bestimmt noch viel schlimmer. Ach, Mama. Papa und du, ihr... Ja, ja. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Hm? Guck mal. Das hat deine Großmutter genäht. Echt? Mhm. Sie sind sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen? Absolut. Tja, also... Eigentlich hatte ich mir das Ganze ja anders vorgestellt. Schätze, Sie wollten mich verprügeln. Ja, ich habe mit ihr geschlafen. Das wollten Sie doch hören, oder? Es ging aber nicht darum. Wenn Sie akzeptiert haben, dass Sie nicht ewig leben, dann werden Sie innerlich klarer. Und wenn hinter Ihnen die Tür zugeht, dann achten Sie mehr auf den Augenblick.
und alles Schöne, was damit verbunden ist. Sonja fährt zurück nach Berlin. Zu Thomas. Wie hast du denn das geschafft? Sie lässt dich grüßen. Und wir? Was ist mit uns? Anne. Ich liebe dich. Mir ist so vieles klar geworden. Norbert, du warst immer ein guter Verkäufer. Aber sobald es um Gefühle ging, du bist so laut. Du erdrückst mich. Anne, wir sind fast 40 Jahre verheiratet. Was zählt das? Wenn wir uns irgendwann verloren haben. Ich schlafe im Bus. Ich brauche ein Auto. Bitte, Katja. Wo kriege ich ganz schnell ein Auto her? Aber Harry ist ein alter Herr, ja? Darf auf keinen Fall gehetzt werden.
Das ist der Graue mit der kaputten Stoßstange in der Garage. Reservekanister liegt im Kofferraum. Den Rest erzähle ich lieber nicht. Sie zu Konrad Hansen? Ja. Sind Sie Anne Brückmann? Ja. Verzeih mir, Anne, wenn ich dich auf der Reise jetzt doch alleine lasse. Du weißt ja, es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Bitte. Thank you.
Kannst du vielleicht auch einen Anlasser reparieren? Komm, steig ein! Nein, ich fahre. Ich hatte was mit einer anderen Frau. Während du in Sonderburg warst. Ich hatte Angst. Vor der Enge. Vor der Leere in mir. Ich hatte die ganze Zeit vor Augen, was mir fehlt. Aber nicht, wie viel du mir bedeutest.
Komm doch rein. Bin ich dir nicht zu laut? Mal sehen.